This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon. Hi, herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Ich wollte euch mal eben was zeigen, zumindest alle Hundebesitzer haben ja oft das Problem, wenn die so Naturfreaks sind und rausgehen. Chaco, komm mal hier. Ja, komm mal hier, setz dich mal. Ja, dass die, wenn sie einen Hund haben, nicht genau wissen, wo lässt man den, bringt man den unter. Wie macht man das am besten draußen? Eine Unterkunft, die kompakt ist. Nicht jeder Hund, also meiner ist zum Beispiel so eine Wasserratte. Sobald der Wasser sieht, ist er eigentlich drinne und abends ist der auch immer nass. Auch gerade so bei Harztouren mit Schnee oder sowas, abends sind die Hunde nass, sie sind komplett kaputt, sie powern sich aus und wollen abends ein bisschen Wärme haben. Und da habe ich mir gedacht, wie kriegst du da irgendwas hin, um dem Hund abends ein bisschen Wärme zu geben und dass er so eine Wärmeglocke hat und dass er sich wieder aufwärmen kann und gleichzeitig trocknen kann. Hätte ich jetzt eine wasserdichte Hülle, ist sie gleichzeitig aber auch innen, hält sie die Feuchtigkeit, also er kann nicht abdampfen. Und so habe ich mir gedacht, dass ich einen Biwaksack nehme und ich habe den einfach hier so einen Armee-Biwaksack aus dem Armee-Zubehör, den habe ich genommen und habe hier den einfach abgeschnitten. Das ist Gore-Tex und habe innen drin den einfach mit der Nähmaschine einmal eine Naht rein, dann außen so und dann habe ich einen rechteckigen Biwaksack. Das Coole ist, dann packt ihr hier unter eine Isomatte und Chaco, komm mal her. Komm mal her. Hier, hopp, Biwaksack. Komm rein. Ja, schnell. Ja, komm rein hier. Richtig rein. Hopp, hopp. Ja. Hund in den Biwaksack. Guckt an. Guckt euch das an. Jetzt ist er drin und er knurrt und ist zufrieden. Ist das gut? Ist das gut? Ja. Zieht da ein bisschen zu. Bleibt euer Hund auch. Dann hat er eine Wärmeglocke und er kann durch das Gore-Tex-Zeug, das funktioniert hervorragend, dunstet die Feuchtigkeit ab. Er hat ein Gefälle, guckt euch das an, ihr könnt das zuziehen. Ihr könnt das natürlich noch ein bisschen tunen, indem ihr entweder ihr wollt euren Hund drin halten, wenn er kleiner ist, oder ihr macht eine Elastikkord dran. Auf jeden Fall könnt ihr das hier zutüdeln. Und da drin ist schön mollig warm und der Hund kriegt wieder Energie für den Abend. Das ist eine geile Sache, die super gut funktioniert. Und vielleicht habt ihr Lust, das ähnlich zu basteln. Und ja, schau mal, nun kann man wieder raus. Der will gar nicht raus. Aber und das Coole ist, vom Packmaß passt das wunderbar im Rucksack rein. Ich mache das immer so, dass ich das halbiere, halbieren, zusammenlegen. Ah, wie kalt hier heute. Hab hier so ein bisschen Elastikkord an den Rand dran gemacht. Und fertig ist die Schutzhülle für euren Hund. Coole Sache, einfach mal machen. Geht super schnell, wer eine Nähmaschine hat, selbst wenn ihr das abschneidet und zur Schneiderin bringt. Einzige Limitierung ist natürlich so, meiner hat jetzt so 59er Stockmaß. Bei größeren Hunden wird das natürlich knapp, so ein Biwaksack. Aber eben wie gesagt, hinten abschneiden und so auf Größe, dass er eine schöne Wärmglocke hat, wo er liegen kann. Ein Stück Evazote-Isomatte unter und der Hund ist warm. Tolle Sache, funktioniert super gut. Und die Hunde, also meiner liebt es, da reinzukriechen abends, wenn wir draußen sind. Das ist für ihn so
Höhle. Da fühlt er sich wohl. So, das war der kleine Tipp. Vielen Dank fürs Schauen bei Jackknife auf dem Kanal. Denkt dran, abonnieren. Oben ist so ein Button am Ende. Da könnt ihr anklicken. Das wäre sehr nett. Davon lebt auch mein Kanal. Bis dann. Tschüss. This night requires songs on earth. Three words, a quiet afternoon.